Heute im schnellen Gericht, lecker Fleischküchle, richtiger Klassiker. Wie es richtig funktioniert, zeige ich euch, merkt es euch, weil das ist Geheimnis vom Fleischküchler. Unten drunter Spargelragout, das für sich schon alleine super ist. Also probiert es aus, ich zeige es euch. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir einen Klassiker, wir machen Fleischküchli und unten drunter machen wir Spargelragout. Die Idee war eigentlich, dass wir Kohlrabi-Ragout machen. Kohlrabi-Saison ist aber erst in 14 Tagen, okay? Dafür natürlich weißen Spargel, grünen Spargel, nur weißer, nur grüner. Eure Entscheidung, okay? Bisschen Kösttomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffel, weil wir machen natürlich in das Spargelragout noch ein paar Kartoffelwürfel. Nein, haben wir ein fertiges Gericht, müssen nichts mehr dazu erfinden. Knoblauch habe ich, glaube ich, gesagt, wegen Paprika für die Farbe. Semmel dafür zum Eiwein, könnt ihr auch Toast nehmen, könnt ihr die alten Semmel nehmen, könnt ihr Baguette nehmen, was ihr Lust habt. Hackfleisch haben wir da hinten noch, 500 Gramm Schluck Sahne später für die Soße, Milch zum Eiwein für Semmel da hinten und Sauerrahm für unser Ragout. Butter natürlich, Marit braucht Butter. Salz, Pfeffer, Kräuter, Schüssel, Pfanne kommt jetzt dann noch. Fertig. Mit was fangen wir an bei so einem Essen? Man glaubt es kaum, mit Semmel-Eiwein. So, jetzt brauchen wir einen Platz, dass ich das Zuschauer kenne. Aber also, für die alten Hasen in der Küche, alt Semmel, ne? Alt gebacken hat man früher gesagt. Je dünner, desto schneller weicht es durch, je dicker, desto länger, logisch. Ne? Hätte uns der Ochse auf der Fleischbrücke gesagt. Also, schön dünn schneiden. Wir nehmen in der Arbeit sogar meistens Toast, einfach Toast, zwei Toasts, ein Liter Milch, 5 Kilo Hackfleisch, Käse ist geflickt. Gell? Und ist Bröseli nicht wegwerfen, brauchen wir dazu. Das Ganze für 500 Gramm, naja, da schmieren wir dann eine Butter drauf und naschen nebenbei. Milch 200, 250 Milliliter. Ich will das so einweihen, dass man, früher sagt meine Mutter, da ist Milch und Wasser gemischt worden. Dann sind die Semmel reingekommen. Dann hat man gewartet, bis das durchgezogen wurde. Dann hat man es ausgedrückt. Ja, und das Zeug hat man dann weggeschüttet, weil Milch und Wasser, ja, hast du nicht mehr brauchen können. Ne? Nicht zu viel reinschütten, nicht zu wenig reinschütten. Behaltet es euch mal im Kopf. Da haben wir schwer genommen mit der Entscheidung, welche Seite. Draufgestanden waren schon ein bisschen Öl rein. So, jetzt brauchen wir natürlich. Da ist der erste bei dem Gericht zurzeit, Öl. Jetzt brauchen wir natürlich Zwiebeln anbraten. Die braten wir jetzt auf zweimal. Wir nehmen jetzt dann dieselbe Pfanne her. Einmal Zwiebel für Fleischküchle. Und danach müssen wir unser Spargelragout machen, damit wir auch was Saftiges zum Essen haben. Ja, gehört halt irgendwie dazu bei mir. So. Und jetzt noch Knoblauchzehe. So, und wer jetzt schon öfters Fleischküchle gemacht hat, sagt, hey, da kommt ja nur Majoran rein. Das ist richtig, aber den lasse ich draußen, weil wir heute mit Spargel arbeiten. Wird man unten ein Kartoffelragout runter machen, würde ich in die Fleischküchle an Majoran reinmachen. Aber so mache ich gehackte Petersilie rein und dann passt es. So, die Pfanne war nur warm, die war nicht heiß. Jetzt können wir erst mal warten, bis das anbrät. So, in der Zwischenzeit. Ach, wir schneiden einfach ein bisschen. Ha? Neue Kartoffeln, frisch vom Acker, feine Geschichte. Und waschen, schälen können wir uns sparen. Schälen, die Schalen bleibt dran, weil die sagen, das Schälen können wir uns sparen. Das wäre der Originalsatz gewesen. Die ist nämlich so dünn, die Haut, dass man die fast nicht spürt. Und wenn man spürt, schmeckt sie lecker. Weil das braten wir jetzt dann in der Pfanne an. Fast ein wenig so wie Bratkartoffeln. Einfach mal kurz scharf anbraten. Dann kommt unser Spargel dazu. So, für zwei Leute machen wir einen. Ja, halbe machen wir noch dazu.
Dann kommt unser Spargel dazu und die ganzen anderen Zutaten nach der Reihe, nein, Zwiebeln, Knoblauch. Und dann machen wir so One-Pot-Ragout, sagen wir mal dazu. Wäre durchaus was für einen Vegetarier. Super schönes Essen. Also Fleischkichler wegdenken, nur das Ragout machen. Super Geschichte. So, und so bereiten wir jetzt eins nach dem anderen vor, bis unsere Zwiebeln anbraten sind. Ich glaube, wir machen ein paar Minuten Pause. Warte, bis meine Zwiebeln, ich schäle meine drei Stängel Spargel, das ist jetzt ja wirklich keine Arbeit. Wir müssen warten, bis unsere Zwiebeln fertig sind. Dann kommt ein wenig Rosmarin noch dazu. Und dann können wir das in unsere Milchmischung reinschmeißen. Und dann können wir weitermachen. Ja, in der Zwischenzeit, wie gesagt, mache ich den Spargel fertig, wische einmal drüber. Bis gleich. So, meine ersten Zwiebeln, die sind fast fertig. Wie gesagt, ein wenig Rosmarin mit rein. Eine leichte Bräune dürfte schon haben. Kartoffeln habe ich ja geschnitten. Zwiebeln schneide ich gerade. Die nächste Pfanne habe ich aufgestellt. Bevor ich jetzt da, also ich wollte ja eigentlich eine Pfanne sparen. Aber jetzt machen wir das halt so rum. Dann passt es auch. Wenn wir die Fleischküchle auch noch anbraten, also die zweite Pfanne brauchen wir so und so. Also, jetzt geht es ums Ragout hier. Ja, Zwiebeln rein, Kartoffeln rein. Die dürfen beide ein bisschen braun werden. Salz und Pfeffer nicht vergessen. So, auch hier bei den Fleischküchle. Da haben wir ja mal gesagt, einmal drehen, aber das ist ja schön vollgesogen. Schön, die Milch ist fast verschwunden da unten. Das macht der Rest noch weg. Fertig. Da, Zwiebeln. Mit samtem Fett, mit allem, was wir haben. Das gibt alles eine Saftigkeit, okay? Hackfleisch mit rein. 500 Gramm wieder Schüssel da weg. Brauchen wir noch was? Salz und Pfeffer müssen wir noch. Also wieder mal Salz-Pfeffer-Mischung drin, ne? Aber ich stehe schon drauf, wenn wir einen frischen Pfeffer auch noch mit reinmachen. Und jetzt kommt das Geheimnis von jedem Fleischkichler. Da haben wir lang bei uns in der Arbeit drüber und ausgelassen, wie kann was, warum sind meine anders wie meine Leitiere. Es geht ums Mischen. Je länger man die Fleischkichle mischt, desto mehr aktiviert man das Eiweiß im Fleisch. Das bindet Wasser. Und wenn das Wasser bindet, dann wird es langsam, aber sicher im bratenden Zustand zäh. Also, was er hier macht, ist nicht lange mischen, nicht großartig und nochmal abschmecken. Am Versuchen, dass von Anfang an passt. Wir wischen uns dasselbe Pfanne aus, weil wir sind ja grundsätzlich faul. Unsere Pfanne sollen wir ja, glaube ich, eh nicht in die Spülmaschine stellen. Drum, die Pfannen sind ja schön beschichtet. Auswischen, versuchen sauber zu arbeiten. Okay, Öl rein. So, da mal checken, dass es alles passt. Passt, hätte ich gesagt. Schöpfer holen. Warum ein Schöpfer? Weil ich natürlich immer dieselbe Größe haben will. Ein bisschen Öl rein, einmal abstreichen. Und dann machen wir solche Fleischkichle. Auch hier achten drauf. Fleischkichle nicht in der Hand und dann so drücken, weil dann habe ich rechts, links eine dünne Schicht, in der Mitte dick. Dann wird mir das trocken, das bleibt roh. Das ist Mist, okay? Also, gleich dick und ab in die Pfanne. Ich habe jetzt eine schöne beschichtete Pfanne hier, also ist noch nicht ganz so heiß. Und ich sehe gerade, ich kann gar nicht heiß werden, weil es nicht an ist. Aber jetzt ist es an. Okay, Fleischküchle in Pfanne. Und wenn dann meine Fleischküchle fertig sind, bis dahin ist mein Ragout fertig. Machen wir jetzt zusammen noch. Und dann können wir fast schon wieder anrichten. Aber ich sage euch was, die Kartoffeln, die brauchen ein Stückchen drum. Also, ich mache jetzt mal die fünf Fleischstücke hinein. Und das hier, bitte ab in den Kühlschrank, gell, gleich. Wenn es draußen heiß ist und ihr Packfleisch rumsteht, macht keinen Scheiß damit, Obacht geben. Entweder schön braten oder schön kühlen, aber nicht außen rumstehen lassen. Ich hätte jetzt Spargel vorgeschnitten, grün Spargel, weiß Spargel, Kirschtomaten. Bis dahin sollte das dann braun sein. Ich mache jetzt gleich noch einen Knoblauch mit rein, da das wird jetzt schon leicht braun. Und wenn das bräunlich ist, schmeiße ich alles da rein. Und wenn ich dann Sauerrahm und so weiter dazu mache, seid ihr wieder dabei.
So, zwei Teller haben wir mal geholt hier. Kirschtomaten haben wir noch. Schaut mal, wie lecker das ausschaut. Ja? Feine Geschichte. Wenn jetzt da noch schön Sauerrahm, Butter. Fein. Fein, fein, fein. Will das jemand vegan haben? Nein, drum nehmen wir mir Butter rein. Dann passt es. So, Tupfensahne. Sauerrahm. No, was haben wir jetzt verloren? Salz und Pfeffer. Richtig fein. So dick bin ich doch gar nicht dran, weil ich überall hängen bleibe. Durchrühren, probieren, essen. Fein, fein. Schluck Sahne haben wir gesagt. Brauchen wir nochmal einen Schluck. Zwei Block Butter, also zwei. So Würfelchen. Ich schneide es ja schon extra klar, dass nicht immer die Leute meckern. Was heißt meckern? Hier und da sagt einmal jemand, du brauchst mal zu viel Butter im Essen. Tja, aber irgendwie muss man ja die Figur halten. So, was haben wir? Schöpferchen. Da haben wir jetzt alles drin. Die Beilage ist Gemüse, die Soße, ne? Und lecker. Können das jetzt auch Spaghetti reinschütten, durchschwenken, Parmesan drüber, einwandfrei. Also, da braucht man so viele Varianten, was man da machen kann mit dem Ragout. Feine Geschichte. Jetzt wird es noch besser. Oh, Fleischkicker. Nur schön umtrieben, fein. Super lecker. Klassiker, Fleischkicker. Guten Appetit.